Wir gucken uns natürlich weiterhin säuberlichst um. Ui, Schwammerl. Das ist super. La 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 la. Schwammerl sind immer super. Da kann man sagen, was man möchte. Diese Tropenpflanzen sind ja auch wunderschön, ne? Muss man schon mal sagen. So, immer schön genau schauen, dass wir so wenig wie möglich übersehen. Wir sind schon viel zu weit gegangen. Wir müssen wieder zurück. Weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Wo war der Weg ins Hinterland nochmal? Na, vertrau mir. Vertrau mir. Genau. Ich weiß, was ich tue. Natürlich. Na schön. Aber wenn du zurück willst, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Selbstverständlich. Ich möchte hier nur Sachen mitnehmen, weißt du, Schwesterherz, weil das brauchen wir alles für unser Überleben. Und umso mehr wir jetzt haben, umso mehr haben wir später, verstehst du? Ein schöner Kopf. Falls mal jemand einen Ersatzkopf braucht, hier wird einer liegen. Ne? Ersatzköpfe können wir immer brauchen. Ui, schau mal, verschlossen. Ich brauche einen Dietrich. Ja, das habe ich schon befürchtet. Aber da haben wir schon mal was Tolles gefunden für später. Das bedeutet auch, dass wir hier den Strand mindestens einmal noch abklappern werden. Die Musik ist auch schön. So. Looky, look, look. Looky, look, look. Bam, 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 bam. Mal schauen, was wir noch hier haben. Manche Sachen schauen nämlich so richtig versteckt aus. Und dann kommt man drauf, meh, da ist eigentlich nichts. Nicht einmal Goldsackerl, verstehst? So. Jetzt werden wir dann bald... Ah ja, wollte ich gerade sagen. Eine Riesenkrabbe, ne? Mal schauen, dass wir noch klapplich umtreten. Au. Ja, sie dreht uns um, genau. Jawohl. Au. So. Immer feste drauf. Okay, diesmal müssen sie scheinbar... Ja. Diesmal müssen wir sie scheinbar nicht umtreten, wie wir es beim Zweier mussten. Das heißt, das ist nicht so schlecht für uns. Können wir die Biester jetzt schon killen? Da hinten oben schaut was verdächtig aus. Der Ort meine ich halt, ne? Um etwas zu verstecken, aber da ist in Wirklichkeit überhaupt nichts. Aber doch, ein Pilz. Ja. Besser als nichts, meine Damen und Herren, gell? So. Und was haben wir da? Ui, schau mal. Ein bisschen Gold. Einen schweren Goldsack. 100 Goldmünzen waren das. Super. Super. Da geht unser Piratenherz lichterloh auf. Ui. Eins. Aua. Ein ekelhafter Sand. Au, au, au. Ekelhafter Sandteufel, würde ich jetzt sagen. Lieber Ruhe, du Saufich, echt. Und glaube ich, ein Müschel. Den können wir noch nicht looten. Das heißt, wir müssen da was lernen. Dass wir da was looten dürfen. Okay. Oh. Ich sehe gerade, wir dürfen schwimmen. Ich bin noch ein bisschen Mara geschädigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hinten schaut eh nicht aus, dass was wäre. Bin ein bisschen noch Mara geschädigt, wo uns dann dieses ekelhafte Viech aus dem Wasser geholt hat. Schön, wir dürfen schwimmen. Das ist halt echt, das ist wirklich gut. Das ist schön, gut, gut, gut. So, mehr Muscheln, noch mehr Muscheln. La 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 la. Ich bin ein Muschelsammler und wohne hier in der Gegend. Da drüben ist mein Schiff, da hinten meine Schwester. Tra la 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 la. So. Ja, dann würde ich sagen, die Krabbe davor noch. Und da ist noch eine Müschel.
Ich bin bei dir. Ich wollte gerade sagen, ich sollte was saufen und dann war es schon zu spät. Ah ja, schau, Betty kann das mit dem Umhauen. Dusch. Supi. Also wir brauchen nur mehr die Patty ranlassen, ne? Die soll das machen. Alles ist gut. Wir haben keinen Stress. Ja. Ist definitiv besser für uns. Lass mal die Frau machen. Da. La 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 la. Lassen wir die Frau machen. Die Frauen sind ja eh alle selbstbewusst. Damals wie heute. Und die mögen es ja auch gerne, wenn sie auch schwierige Sachen übernehmen dürfen, machen dürfen. Was? Jetzt schon? So, geht ja. Ja, finde ich auch. Das ist so lustig, wie es denn wegschnäfft. Bum, 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 bum. Wie wenn es so einen Betonklotz irgendwo hinschubst. Ja. Ist halt ein, der hat halt schwer gegessen, ne? Achtung! Ja, ja. Zack. Jawohl. Duck, 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 duck. So, viele rohe Fische, das freut mich. Ich hoffe, dass wir bald dann ein Lagerfeuer finden können, wo wir das braten dürfen. Dann haben wir schon mal unsere ersten Rationen. Das ist nicht verkehrt. So, ich glaube, jetzt haben wir bald mal diesen Teil des Strandes gründlich abgesucht. Eine Schildkröte. Oh, ist die lieb. Hallo. Ich will die jetzt aber... Na, die will ich nicht kaputt machen. Na? Hallo. Na, die machen wir nicht kaputt. Mm-mm, nein. Auch wenn es wieder Mäuse gibt und so weiter, die werden nicht sterben. Ihr wisst warum? Ja, weil ich Farbmäuse zu Hause habe. Und die werden nicht sterben. Und Schildkröten sind mindestens genauso süß, wie es Mäuse sind. Also wird der Schildkröte hier nichts passieren. Nur wenn es wirklich eine Quest wäre, dass man sagen muss, okay, wir müssen die jetzt töten, dann aber sonst, ne, ums Verrecken nicht. So, den haben wir gekillt. Jetzt ist halt die Frage, ob das so gesund ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schwimmen darüber zu der Insel. Weil wir wissen ja, es gibt hier, genauso wie in den Gothic rein, schnell schwimmen. Okay. Ja, cool. Es gibt hier bestimmt wieder Gegner. Ja. Ich glaube, das sind schon wieder solche, die eventuell zu schwer sein könnten. Deshalb werden wir ganz fix einmal den Spielstand speichern. Ihr seht schon, ich habe schon mal, ich habe tatsächlich schon mal angefangen gehabt. Und dann hat es halt hingehauen. Das heißt, wir werden hier die Spielstände übernehmen. Wir fangen beim 1er an. Jawohl. Und arbeiten uns dann weiter vor. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu schwer zum Besiegen. Das werden wir jetzt sehen. Oh, ich glaube, das geht. Au. Von wegen. Oi. So. Alter, Patty, du darfst auch mal. Okay, dann habe ich super erwischt. Aber es geht. Jawohl. Alter, Scheiße, ey. Okay, die droppen noch nichts für uns, wie es ausschaut. Oh Gott, das war jetzt echt, das war jetzt übel. Aber eine Muschel dafür. Puh, ich muss dringend mal ins Inventar schauen. Bist du narrisch. Inventar, Ausrüstung, Benutzbares. Was haben wir denn hier? Fleisch, Proviant, da hätten wir schon was. Rum, auf jeden Fall. Den kann man jetzt, glaube ich, hier so, genau, so kann man dann hinziehen. Verbrauchsgegenstand. So, ja, das haut schon mal gut hin. Also wir werden mal was essen. Mahlzeit, ihr Lieben. Boah. Das heilt jetzt nur ein bisschen, ne? So, das passt schon mal. Hoppala. Puh. Einen kleinen Moment einmal warten. Mal hier herum. Okay, wir schwimmen dann wieder. Ich wollte nur schauen, ob es hier Muscheln gibt. Puh. Ich glaube, das ist speicherungswürdig. Obendrein. Also hier. Ja, ich bitte drum.
Ja, wie ihr seht, ich habe schon 10 Parts insgesamt aufgenommen gehabt. Das kann ich jetzt nicht mehr verduschen. aber ich habe zum Glück echt schon eine Menge vergessen. Es ist ja, glaube ich, schon über ein Jahr her, wo ich das Let's Playen wollte. Also von dem her, ich bin tatsächlich unwissend. So, ich habe sogar vergessen, dass ich die Spielstände hatte, also von dem her. ja, okay, wir haben eine halbe Stunde. Ich würde sagen, da es der erste Part ist, wir das. Ja, würde ich sagen, machen wir noch ganz wusch. Ich glaube, dann kann man eh nicht looten, ne? Da hilft es nichts, wenn ins Wasser runtersteigen, du. Was wollte ich jetzt sagen? Ein bisschen machen wir noch, weil es der erste Part ist, genau. Und dann werden die nächsten Parts, ich denke mal, wieder so... ich habe keine Ahnung, wie groß und wie lang das Spiel gehen wird. Sollen wir halbe Stunde Parts machen? Machen wir halbe Stunde Parts. Ich glaube, das können wir uns, glaube ich, erlauben. Ich hoffe nur, dass es hier keine Haifische gibt, der mich mal aus dem Wasser fischt. Das wäre unschön. Das wäre sehr unschön. Ja, genau. So, ja. Ich hätte die vielleicht auch gar nicht noch töten sollen. Da wir sie nicht looten können. Aber ich bin ehrlich gesagt auf Erfahrungspunkte aus. Also in dem Fall Ruhmpunkte, weil Stufe aufgestiegen in dem Fall gibt es ja nicht mehr. Au. Au, Patty. Das war's dann wohl. Ja, ja, ich mach das schon alleine, Schwesterchen. Tu dich nicht zu sehr anstrengen. Das ist ja schlecht für deine Fingernägel. Ich weiß, wir hätten die vielleicht jetzt noch nicht töten sollen. Profis machen das sicher nicht. Die spielen jetzt erst einmal quasi den Prolog fertig und dann gehen sie auf Monsterjagd, sobald sie was können. Ich mache das natürlich wie immer anders. Ich versuche jetzt schon aus Erfahrungen ein paar Ruhmpunkte zu ergattern, weil wir spielen ja nicht auf Ultra oder Schwer, wir spielen auf Normal. Und ich glaube, da darf ich mir sowas, solche Fehltritte schon erlauben. Einfach um die Welt gemütlich kennenzulernen und so weiter, ne? Also stressfrei. Da oben sind wieder Monster. Können wir hier rauf? Na, schaut nicht aus. Ich wollte nämlich nur schauen. Ich werde wieder speichern. Ich wollte nämlich eigentlich nur schauen, ob wir, da oben eine Blume oder so finden. Er hat aber wieder zwei von diesen komischen Viechern. Bitte. Au. Ich wollte jetzt gerade eigentlich... Der ist erledigt. Au. Okay, da habe ich zu früh losgelassen. Ja, ich hoffe doch. Sonst wie es ausschaut, wirklich wahr, weil da steht nicht mehr auf. Wir sollten ein klein wenig uns wagen, Proviant zu uns zu nehmen. So, und natürlich wieder einen Haufen Muscheln, weil um die geht es mir eigentlich hauptsächlich. Muscheln und Schätze frühzeitig zu finden, in der Hoffnung auf bessere Ausrüstung, mehr Proviant und so weiter. Aha, hier geht es sogar rauf. Aha, für später. Okidoki. So. Da haben wir noch mehr Muscheln. Mir geht es ja auch darum, dass wir vielleicht noch rohe Fische finden können und so weiter, ne? Für unsere Proviant-Geschichten dann. Wenn wir den Fisch braten können. Das wäre schon super nice. Aha, da haben wir wieder eine Krabbe. Ich helfe dir! Ich würde darum bitten. Passt die schon hin? Okay, wir hauen umsonst noch drauf. Macht nichts. Immer feste drauf. So, ich dachte, wäre eine Muschel. Aber ein Fingerblatt. Aber hier ist eine Muschel. Ein
Fingerblättchen. Ein schönes Blättchen. Nur für uns. Ui! Spinnen. Ja, ich glaube, die Spinnen, das kann laut sein. Au! So. Jetzt einmal. Oh, okay. Passt, der ist erledigt. Dschungelspinne. Okay. Ja, das kann man echt laut sagen. Auch die droppen leider nichts für uns. Aber wie gesagt, mir geht es in erster Linie sowieso nochmal ums Erfahrungspunkte sammeln. Aber ich glaube, das ist echt ein Schmarrn, was wir da machen, oder? Wir rotten da halt schon sehr viele. Ich dachte schon, da kommt nochmal eine Spinne raus. Weil das aussah wie so ein Häufchen. Es wäre halt auch schön. Ah, da haben wir ein Schwammerl. Mehr Proviant für uns. Das ist super. Ui, da haben wir ein übles Viech, glaube ich. Auf der Seite. Das sollte ich vielleicht sein lassen. So. Das sollten wir vielleicht da an der Seite hier nicht zu sehr ran. Wir werden selbstverständlich wieder speichern. Und ich würde sagen, 3 Minuten, also knappe 3 Minuten machen wir noch. Dann glaube ich, werden wir das Spiel hier, also den Part hier beenden. Das Spiel beenden, genau, wir hören dann sofort auf. Keine Let's Plays mehr aus. Na, den Part hier beenden, wollte ich sagen. Dann ist er, glaube ich, für den Einsteiger-Part in Ordnung. Hier haben wir wunderschöne Schildkröten. Wie gesagt, den tun wir nicht weh. Diesen Monstern, da sind wir ausgewichen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir diese Echsen schaffen können. So, jetzt hat man da drüben noch ein kleines Stück zum Anschauen. So. Da sehe ich auch wieder ein paar Sandteufelchen. Ich würde auch sagen, die gehen wir mal an. Achtung! Was? Der ist erledigt. Der ist gleich auch dran. Das ist richtig weh. Das war sehr gut. Hier liegt, glaube ich, was. Ah, na, das schaut nur so aus. Es wäre eine Muschel, aber nicht die Art von Muschel, die wir sammeln dürfen. Da wäre eine. Da wäre auch eine. Da. Zack. Auch hier haben wir wieder wunderschöne Schildkröten, die wir natürlich am Leben lassen. Na, ihr Süßen. Wie gesagt, die werden nur dann sterben müssen, wenn es wirklich nicht anders geht. So. Ich glaube, der Part wäre jetzt eh eigentlich zu Ende. Ich bin am Überlegen, ob wir nochmal übertreiben sollen. Noch ein bisschen übertreiben zumindest. Flutwurzel. Und uns hier noch ein kleines bisschen umschauen sollen, ist halt der erste Part besonders lang. Wutopala. Bring uns wieder zurück. Nein, warte. Halt. Wutopuppe. 2 Wutrückschlag erhalten. Was? War das, fällt das unter Plunder? Ich glaube nicht, oder? Magie vielleicht? Aha, Papageienflug und Rückschlag. Ich glaube, da habe ich jetzt vorgegriffen. Papageienflug. Benutzbare Zaubersprüche kannst du nur mit den Schnelltasten auslösen. Okay. Also der Papageienflug ist 20 Goldmünzen wert. Verbrauchsgegenstand, verwandel dich in einen Papageien. Und Rückschlag ist 60 Goldmünzen wert, Verbrauchsgegenstand, Wirkungsdauer 40. Fähigkeit Voodoo-Magie beeinflusst Schaden, erschafft eine Aura, die jedem, der dich trifft, Schaden zufügt. Oh, das ist vielleicht nicht so schlecht. Es ist vielleicht nicht so schlecht, wenn wir gegen mehrere Leute kämpfen müssen. Halt, da liegt noch was. Roher Fisch, ich hab's gewusst. Nach sowas halte ich gerne Ausschau, auch nach einer Muschel. Weil, wie gesagt, das wird dann später, wenn wir es braten können, alles zu Proviant. Und wir wissen ja aus den Risenreihen zuvor, wir können nicht genug Proviant haben. Nur noch Zeit! Platsch, platsch, platsch. Platsch, platsch, platsch. So, noch eine Muschel.
Dann machen wir das hier noch ein bisschen länger. Entschuldigung schon mal für die... soll ich sagen, eigentlich Überlänge? Aber ist ja wurscht, das ist der erste Part. Die nächsten sind dann eine halbe Stunde lang. Denke ich mal. Kommen auch gut voran, würde ich sagen. Das war's dann. Und dann, glaube ich, passt das schon. Hoffe ich halt. So, das war's. Das war's dann schon, hat sie gesagt. Sie will auch schon aufhören für den heutigen Part. Golderz, Golderz, Golderz. Verschlossene Kiste. Ich sollte mir die vielleicht aufschreiben. Ich hoffe, dass ich sie mir merken kann. Die sind halt alles dann für später, sobald mein Dietrich haben. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Lalalala. Weil dann müssen wir halt nochmal die Insel hier abgrasen. Und dann würde ich auch sagen, werden wir das ganz genauer, werden wir das Bild genauer uns anschauen. Nicht unbedingt jetzt, sondern nur so am Rande ein bisschen, ne? Dass man jetzt unerwartet die Geschichte, den Geschichtsstrang hier verändern tun, ne? Hier haben wir Grog, ein Fusel, noch mehr Grog. Ja. Ich würde mal meinen, da wir quasi eh noch mal hierher müssen, sollen wir Bettys Taxi verwenden. Aber ich habe da oben Vögel gesehen. Das wäre auch ganz interessant, die zu plätten. Würde sich vielleicht anbieten, die noch zu machen, oder? Ah, ich glaube, machen wir da echt den nächsten Part damit, oder? Machen wir da den nächsten Part draus. Ist, glaube ich, geschickter. Jo. Na gut, ihr Lieben, aber auch die Vögel hier schauen besser aus, ne? Ob das wieder diese, wie hießen die, Feuervögel? Ich weiß es nicht mehr. Werden wir dann schon sehen. Also gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!